Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wir machen uns heute auf den Weg auf die große See mit dem Langschiff. Ich habe echt Bock. Wir haben alles vorbereitet, letzte Folge. Kriegen wir das jetzt alles noch rein, ohne überladen zu sein? Natürlich nicht. Das ist ein bisschen Mist. Können uns hier gleich mal... Komm, wir snacken uns noch eine Bärenmarmelade rein. Ah, jetzt habe ich Mist gebaut. Naja, egal. War die falsche Kombination. So, wir wollen Knochenwanst. Knochenwanst, Ausdauer ist gleich alle. Verdammt. Da ist der Knochenwanst. Dann nehmen wir das nochmal mit. Teleportieren können wir uns ja auch, wenn wir überladen sind. Und dann basteln wir uns hier gleich das Langschiff zusammen. So, perfekt. Das heißt, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich bin so doof. Irgendwas ist es immer. Wir haben natürlich kein Holz. Ah nein, wir haben die Werkbank hier. Doch nichts vergessen. War alles so geplant. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dass wir das irgendwie so setzen, dass das hier nicht komplett im Dings landet. Perfekt. Ach, das ist schon ein geiles Teil, oder? Also ich finde das Ding mega. So, rauf, rauf. Storage. Wir packen hier ein bisschen Bärenmarmelade rein. Wir haben kein Zeug für ein Portal mit. Ich wusste es. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Naja. Ja, jein. Jein, ja, ja, jein. Nee, komm. Oh, hoffentlich steht das Schiff da noch da. Wehe, das ist weg. Ich sehe es schon. Wir kommen gleich wieder und die prügeln alle drauf ein. Schiff ist kaputt. Stand zu weit im Wasser. Wir kommen nicht mehr ran. Man kennt es. So, dann nochmal ganz fix zurück. Also wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Ausdauer mit der Kombination. Das gefällt mir. Und zwar, du gönnst mir mal fix 10 Augen. Dann brauchen wir, glaube ich, noch 20 Edelholz und 2 Sotlingkerne. Hey, wir brauchen eigentlich komplett das Doppelte. Wir müssen ja auch hier noch eins hinstellen. So, also 4 Sotlingkerne. Und nochmal 10 Augen. Wir haben mittlerweile echt viele Portale, aber ich finde das ganz cool so gelöst, dass wir die hier reinstellen. Stehen die nicht so blöd im Weg rum. So, dann basteln wir hier eins rein. Wir nennen das jetzt Erkundung. Dann müssen wir wieder zum Knochenwanst und dann passt doch alles. Wehe, das Schiff ist weg. Wehe, das Schiff ist weg. Ah, ich glaube, so schnell kriegen die das auch nicht klein gekloppt. Nö, alles gut. Perfekto. So, rein mit dir. Das Zeug packen wir gleich noch mit rein. Aber wir brauchen dann früher oder später noch ein bisschen Holz, weil wir dann nochmal eine Werkbank bauen müssen. Das ist klar. Wir könnten prinzipiell auch die hier drüben abreißen. Unser Portal und die Kiste bleiben ja trotzdem stehen. Machen wir es so. Nein, nein. Ach, wie doof, ey. Entschuldigung. Jetzt aber. Und dann können wir uns endlich auf die große See machen. Ich habe Bock. Repariert haben wir, glaube ich, alles. Müsste alles perfekt passen. So, zack. Was sagt denn der Wind? Der Wind sagt eigentlich in die Richtung. Da wollte ich jetzt nicht hin. Aber wir gucken mal. Ich hatte eigentlich Bock, hier mal drumrum zu gucken, wie weit der Sumpf noch geht. Wir können erstmal ein bisschen rudern. Obwohl wir halt hier auch wieder am Sumpf sind und gefühlt waren die Seeschlangen bisher immer am Sumpf. Obsidian-Pfeile sind ausgerüstet. Das haut hin. Wir müssen einfach mal hoffen, dass wir auch mal Glück haben und nicht direkt eine Seeschlange kommt. Ich meine, wir haben ein großes Schiff, wir haben einen guten Bogen, wir haben Obsidian-Pfeile einstecken. Also ich gehe mal stark davon aus, dass so eine Seeschlange auch mittlerweile für uns nicht mehr so das Riesending sein sollte. Aber die trifft man halt auch immer schwierig. Frostpfeil wäre natürlich auch eine Variante.
Ah, die habe ich natürlich nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, ob man die Seeschlange einfrosten kann. Weil die ein bisschen zu verlangsamen wäre eigentlich eine ganz gute Variante. So, wie sieht's denn aus, wenn wir jetzt Segel runter machen? Mit dem Großen sind wir trotzdem relativ flink unterwegs, ne? Ja, das geht schon. Geilo, wir sind mal wieder auf dem Boot. Ich habe echt Bock. Wenn wir wirklich schaffen sollten, in den nächsten Folgen den Händler zu finden, dann wäre das so ein Riesenpunkt auf meiner To-Do-Liste. Den wir endlich abhaken könnten. Ach ja, hier haben wir die guten Knochenwanz bekämpft. Es war auf jeden Fall ein Krampf. Verzweiflung. Drüben kommt auch noch eine Insel. Ich würde sagen, wir schließen jetzt erstmal den Kreis sozusagen, indem wir hier hoch machen. Und gucken einfach mal, was da so alles noch wartet. So, was sagt denn die Karte? Wir können wieder... Ne, wir können nicht weiter rechts. Das sind Ebenen hier drüben. Das sind auf jeden Fall Ebenen. Möchte ich jetzt nicht unbedingt hin. Würde es ganz gerne einmal umfahren. Stellt euch mal vor, Haldor wäre in den Ebenen. Das wäre auch so richtig mies. Na, ich will nicht ganz so nah dran vorbeifahren. Weil jetzt auf einmal so ein totes Kito, der angeflogen kommt, hier auf dem Boot. Es kann immer so schnell das Ende sein. So, was haben wir da drüben? Sind das schon wieder Goblins? Das sieht eher aus wie irgendeine Pflanze. Teergruben sind ja jetzt auch noch neu durchs Update. Die kennen wir natürlich noch gar nicht. Ich glaube, das ist ein Goblin-Lager. Wir sind immer noch ganz schön nah dran. Aber Boot macht ordentlich Bambule. Wir haben jetzt endlich Rückenwind. Da sind wir halt auch echt flink unterwegs. Da macht das ganze Erkunden viel, viel mehr Spaß. Vielleicht sind wir ja sogar so schnell, dass ein totes Kito nicht hinterherkommt. Ich glaube zwar nicht, aber cool wäre es natürlich. Das wird auf jeden Fall auch nochmal geil, wenn wir dann in die Ebenen machen. Vorher möchte ich natürlich die Drachenmutti töten, alles ein bisschen chronologisch abarbeiten, wie sich die Entwickler das gedacht haben. Da drüben ist wieder Sumpf. Also anscheinend wirklich ein ganz großes Gebiet Ebenen hier. Mal gucken, wie lange es sich noch zieht. Wenn die Rüben dann fertig sind, dann können wir definitiv auch eine bessere Kombi herstellen, was die Lebensmittel angeht, weil das wird mittlerweile auch Zeit. Auch mit der Kombi 92 Leben, wir haben es vorhin gesehen. Beziehungsweise bei der vorletzten Folge haben wir es gesehen. Eben gerade hintereinander auf, deswegen ist es für mich vorhin. Ja, wie sehr der uns doch irgendwie Schaden reinballern kann, ne? Selbst mit Blocken und allem hat er uns, ich weiß gar nicht mehr, 36 Leben oder so abgezogen. Das heißt, 3 Schläge von so einem Golem und zack, war's das. Lass da mal noch einen Drachen oder... Gott, hat mich das Ding gerade erschreckt. Kam irgendwie so aus dem Boden raus. Gefühlt, also so im Augenwinkel. Oh, oh, nee, das sind Möwen. Mich gerade ein bisschen erschreckt. Ja, das sind halt 3 Schläge gegen so einen Steingolem. Ganz im Ernst, das kann es nicht sein. Nicht so weit, wie wir sind. Nicht mit der Rüstung, die wir haben. Klar, der ist stark ohne Ende. Aber ich sag mal, so langsam würde ich ganz gern mal ein bisschen auf 130, 140, 150 Leben kommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt nach dem Update aussieht, aber vorher, was ist das da hinten? Irgendwas rot leuchtendes. Ja, vor dem Update waren ja auf jeden Fall Sachen so mit 210, glaube ich, möglich. 210 Leben. So, jetzt werden wir wieder langsam. Wir müssen wieder rudern.
Der Wind hat wieder gedreht, beziehungsweise wir haben uns gedreht. So, das sieht mir hier jetzt aber langsam aus wie dunkler Wald. Das ist cool, da müssen wir ein bisschen näher dran vorbeirauschen. Weil wir wollen den Händler ja auch entdecken. Wäre natürlich richtig mies, wenn wir den schon irgendwo hier in der Nähe hatten. Und nur so 5 Meter zu weit weg waren. Sodass er sich nicht markiert hat auf der Karte. Ich weiß nicht, was das da hinten ist. Ich möchte es mir jetzt aber auch noch nicht angucken, weil das sind auf jeden Fall noch Ebenen. Gute Frage. Naja. So, wir müssen ein bisschen weiter links. Ah, so weit ist es dann gar nicht mehr zum Ende. Ich würde gerne mal wissen, ob das Ende irgendwie abgegrenzt ist oder ob wir dann einfach hier oben wieder rauskommen. Oh, alles dunkler Wald. Gute Chancen, dass er vielleicht irgendwo hier rumlungert. Der Wind ist halt gerade wieder mal ein bisschen doof, aber trotzdem sind wir mit dem Langschiff immer noch flotter unterwegs als mit allem anderen. Ja, da kommt ein Stein. Oder sah das jetzt nur so aus? Ich würde sagen, hier ist ein Stein. Ja, das ist einer. So, jetzt müssen wir aber hier mal ein schnelles Wendemanöver hinlegen. Komm schon, komm schon. Ah, das wird schon wieder ganz eklig hier. So, und dann gerade. Ah, nee, wieder. Ah, wir werden gleich anstoßen. Wusste ich es doch. Müssen wir dann bei der nächsten Möglichkeit definitiv schnell wieder reparieren, weil wir brauchen jedes Leben. Nein, wir hängen. Nee, wir kommen weiter. Wir brauchen auf jeden Fall jeden einzelnen Lebenspunkt des Bootes. Wir kommen doch nicht weiter. Hallo? Jetzt. Wenn wir gegen eine Seeschlange kämpfen. Oh, oh. Ach, das ist wieder logisch, ne? Wir gehen einmal wieder aufs Meer. Es flippt wieder komplett aus. Ich meine, wir sind echt flink unterwegs jetzt, aber das ist mir so nah hier am Ufer. Ah, Gott, was ist hier vorne? Viel zu viel Steine. Boah, krass, wie das Boot aber gerade auch einlenkt, ne? Junge, Junge, Junge. Also wenn das richtig Rückenwind abkriegt und jetzt ist er halt auch gerade echt stürmisch. Boah, geil, Alter, so waren wir auch noch nie unterwegs. Ist halt nur doof, wenn es Nacht ist und man nichts sieht. So, immer mal gucken. Nicht, dass er sich irgendwo markiert. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie durch ein Signal oder so uns mitgeteilt wird. Von wegen, bing, bing, mein Freund, du hast es gefunden. Aber auf jeden Fall nicht die geilste Gegend hier zum Boot fahren. Weil überall Steine im Wasser. Weiß nicht, kommen wir da durch? Das sieht irgendwie nicht so aus. Ich würde lieber mal links einlenken und herumfahren. Wir sind halt wieder voll im Gegenwind drin. Boah, jetzt geht aber fast gar nichts mehr voran. Aua. Wir sind auch schon im flachen Gewässer unterwegs. Alles nicht so geil. Hier drüben kommt auch wieder Land. Vorne dann wahrscheinlich auch. Ich glaube, das bringt nicht viel, wenn wir jetzt hier rechts reinfahren, ne? Nö, das ist alles Festland hier. Wir müssen weiter links, aber wir hängen auch schon wieder auf irgendeinem Steinbrocken-Dings rum. Ja, da müssen wir jetzt durch. Das war ein Blitz. Aber auf jeden Fall schon mal ein ganz großes Gebiet anscheinend, dunkler Wald hier. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, dass wir immer mal anhalten und auch einfach durch den dunklen Wald durchrennen. Keine Ahnung, wie groß
dieser 2-Kilometer-Radius hier im Spiel ist. In dem wir ja den Haldor entdecken sollen. Und der am Ende hier steht und das nicht reicht von hier, dann ist das natürlich auch alles nur sinnlose Mühe, die wir uns hier machen. Oh, shit, 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 shit. Okay, wieder Sumpf. Augen auf nach Seeschlange. Ja, wir sind schon echt weit raus, ne? Ich habe auch noch nirgendwo eine Möglichkeit jetzt gefunden, mal nach rechts zu ziehen, weil hier war überall Festland. Ich möchte halt ganz gerne irgendwann wieder hier oben rauskommen. Boah, es ist halt echt schwer zu erkennen, ne? Jetzt hier bei dem Wetter im Dunkeln. Gott, und jetzt kickt auf einmal der Wind wieder rein. Ja, ist halt echt schwer zu erkennen, ob irgendwo eine kleine Insel vor einem ist. Ich habe halt auch keinen Bock, hier mit Vollgas da rein zu brettern. Man sieht zwar ein bisschen auf der Karte, aber halt so extrem weit auch nicht. Ach, guck mal, ein paar Trogers. Hallo. Na, guck da, was ich für ein Schiff habe, ne? Ihr glaubt gar nicht, wie doll ich mich freue, wenn wir den Haldor mal finden. Das wird so Zeit mittlerweile. Ich habe mir schon die größte Mühe gegeben. Ich möchte aber auch nicht nachschauen. Ich hatte ja schon mal einen netten Kommentar dazu, dass es da eine Webseite gibt, wo man seinen Seed eingeben kann. Und einem gesagt wird, wo er sich aufhält. Aber irgendwie ist auch der Ehrgeiz da, ihn selber zu finden. Ist das dort im Wasser? Jetzt wieder weg. Aus wie so ein kleiner Funke. Und jetzt sieht man es wieder. Kann ja keine reflektierende Sonne sein. Wir haben Nacht. Ach, das ist einfach nur von dem Stein, ne? Wenn der so rot leuchtet, wird die Reflektion davon sein. Okay. Also ewig viel Sumpf hier. Aber wir kommen schon wieder langsam in die richtige Richtung. Ja, ich denke, wir werden dann irgendwann mal wieder absteigen und mal ein bisschen rumlaufen. Wir müssen jetzt nicht das komplette Gebiet oder die komplette Insel erkunden, das auf jeden Fall nicht, aber vielleicht einfach immer mal so einmal diagonal laufen, dass wir auf jeden Fall sicher sein können, dort ist er nicht. Das Ziel ist definitiv jetzt, den Händler zu finden. Bis auf eine Seeschlange kann uns eigentlich nicht viel aufhalten und ich denke, auch die sollten wir bewältigt bekommen. Vorne kommt Festland. Das Ebenen oder ist das... Ah, ich glaube, das sind... Ah, Bludi, Schlundi, weg mit dir. Wir haben natürlich auch keinen Giftwiderstand mitgenommen. Okay, das sind alles Ebenen. Da würde ich ganz gerne so ein kleines bisschen drumherum fahren. Also mit mehr Abstand. Jetzt geht's wieder voll in den Westen. Ich hoffe doch, dass wir irgendwann hier wieder rumkommen. Nicht, dass jetzt hier auf einmal die Insel bis hier hinten geht. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber möglich ist alles. Ah, wir müssen. Oh, wir müssen auf jeden Fall weiter links. Ich sehe es schon. Ich sehe so ein kleines Vieh jetzt anfliegen. Biegst tot. Das wäre so mies, ey. Weil man am besten mit dem Boot noch und runtergelassenen Segeln, dass das einfach direkt wieder abhaut. Wäre das zweite Langschiff, was wir verloren haben. Ja, mit dem ersten war echt ärgerlich, ne? Hier ist ein Stein. Gott, oh Gott. Oh, das hat ja mal richtig viel Schaden gegeben. Wir müssen bald mal... Wir müssen bald mal irgendwo anhalten und mal kurz reparieren. Ich hoffe mal, es kommt jetzt. Jetzt steht dunkler Wald da.
Und dann würde ich sagen, wir machen hier einfach mal fix Stopp. Folge ist eh gleich rum. Oh, hier vorne. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Zum Glück kam gerade ein Blitz, der alles erhellt hat. Ja, wir machen jetzt mal langsam hier vor. Hier ist dunkler Wald, da sollten wir ja ein bisschen unsere Ruhe haben. Jetzt sagen wir, docken hier vorne an. Dann können wir einerseits die Folge beenden und das Boot auch wieder aufbauen. Ja, das war ja gerade doch relativ viel Schaden, den wir da bekommen haben. Nein, Ebenen. Warum steht jetzt hier Ebenen? Das ist doch, das sind doch nicht die Ebenen. Doch, das sind Ebenen. Shit, shit, shit. Verdammt. Okay, irgendwie stand gerade dunkler Wald da. Vielleicht war das nur ein kleines Stück hier hinten. Aber ich wollte jetzt, da vorne kommt wieder dunkler Wald. Was haben wir hier drüben? Ah, ich glaube hier drüben. Das ist dunkler Wald, kann das sein? Ich will nicht so Vollgas draufbrettern. Nein! Dunkler Wald, das sieht gut aus. Komm, ich möchte die Folge nicht hier auf dem Wasser beenden. Hier sind halt auch überall Steine. Langsam, langsam, langsam. Man sieht halt auch kaum was, ne? Dunkler Wald, aber so ein bisschen was Helles ist auch auf der Karte zu sehen. So, wir machen jetzt hier erstmal frei. Ey, 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 da hat einer einen Stein auf mein Boot geworfen. Müssen mal wieder was futtern. Alles klar, wir sind auf jeden Fall erstmal im dunklen Wald. Haben ein bisschen unsere Ruhe. So, und können jetzt hier erstmal eine Werkbank hinbauen. Na? Leuchtet da? Achso. War der Radius von dem Dings in der Werkbank. So. Ah, guck mal, ein Drittel ungefähr haben wir schon verloren. Kann bei so einem Seeschlangenkampf echt kritisch werden. So, Boot steht auf jeden Fall nah genug hier dran. Das heißt, selbst wenn das irgendwie kaputt gehen sollte, werden wir die Materialien wieder kriegen. Das passt schon mal soweit. Gut, dann machen wir erstmal Schluss mit der Folge. Vielleicht gehen wir hier ein bisschen zu Fuß weiter. Hier steht Ebenen, ne? Boah, wir sind eigentlich viel zu nah dran. Ja, wir werden nächste Folge mal noch ein kleines Stück nach vorne fahren mit dem Boot. Das ist mir hier etwas zu nah. Gut, wir erkunden nächste Folge weiter oder in den nächsten Folgen. Ein bisschen wird es wahrscheinlich dauern. Ich bin gespannt. Drückt die Daumen, dass wir Haldor finden. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut.